Tagesordnungspunkt 3 und rufe auf Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 8114. NRW 4.0 mit Leben füllen, jetzt einen Wettbewerb für eine erste Orientierungshilfe per App für Flüchtlinge in NRW ausschreiben. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte, Herr Kollege. Das habe ich schon ein bisschen bereitgestellt. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Frau Ministerpräsidentin Kraft war am Montag auf der CeBIT. Die Zeitungen titelten: Kraft mahnt Mut zum Digitalen an. In der Bild-Zeitung habe ich gelesen: Kraft geht ab. Und dass Nordrhein-Westfalen voller Internetpioniere sei, sagt Frau Kraft ja auch immer wieder. Das finden wir auch. Und deshalb möchten wir mit unserem Antrag eine Anregung geben, wie die Kreativität der Entwickler in unserem Land für eine für viele Menschen sehr nützliche Anwendung eingesetzt werden kann. Nennen wir sie für den Moment Flüchtlingshilfe-App. Die Idee kommt zunächst aus den Flüchtlingsgebieten in der Türkei und im Libanon. Dort werden Hunderttausende Flüchtlinge versorgt und untergebracht. Die Informationsvermittlung an diese vielen Menschen erfolgt dort schon lange über Apps. Viele Kommunen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern auch Apps an. So erhalten diese Zugang zu Informationen, Beteiligungsformen und vieles mehr, und zwar auf schnellem, bequemem und einfachem Weg. Frau Ministerin Schäfer hat selbst gerade die App Ehrensache NRW vorgestellt. Und wir wollen gerne dieses Potenzial, diese Möglichkeiten einer App für Menschen eröffnen, die derzeit dringend Hilfe brauchen, auch wenn sie noch so klein erscheint. Flüchtlinge, die vor kurzem nach hier gekommen sind und dann weiter im Land und in den Kommunen verteilt werden, geraten zurzeit allzu oft in Sammel- und Notunterkünfte, in denen niemand Zeit hat, eine erste Orientierungshilfe zu geben. Und viele Flüchtlinge haben immer die gleichen Fragen. Wo bin ich? Wie funktioniert das Verfahren? Was mache ich, wenn ich krank bin? Wo bekomme ich was zum Anziehen? Wo kann ich Guthaben für Telefonkarten kaufen? Und so weiter und so fort. Die Fragen bilden die Struktur der App. Sie können und brauchen nur einmal in viele Sprachen übersetzt werden. Die Antworten sind in jeder einzelnen Unterkunft in Teilen anders. Aber diese Antworten könnte jede Unterkunft tagesaktuell in eine Eingabemaske eintragen, und so stehen sie automatisch für alle Nutzer der App zur Verfügung. Und wenn man es ein bisschen schlau anstellt, dann muss man die Antworten noch nicht mal einzeln übersetzen. Eine Raumnummer oder die Adresse eines Arztes funktioniert universell. Aber ich will hier gar keine Vorgaben machen, denn unser Antrag will ja nicht die App gestalten, sondern nur die Idee zu einem Wettbewerb liefern. Die Entwickler in Nordrhein-Westfalen können sich sicherlich noch viel mehr einfallen lassen. Und wenn jetzt jemand sagt, Geflüchtete haben doch gar nichts und erst recht keine Smartphones, dem muss man sagen, dass er schlecht informiert ist. Nicht nur, dass es meist nur die Bessergestellten sind, die sich eine Flucht aus Afrika oder den Kriegsgebieten im Nahen Osten überhaupt leisten können, und zu Hause haben sie meistens Smartphones. Auch ist ein Smartphone heute für viele Geflüchtete sehr wichtig, weil es der einzige Kontakt ist zu Verwandten zu Hause oder zu anderen Familienmitgliedern auf der Flucht. Und leider werden immer noch viele Familien auf der Flucht getrennt. Natürlich soll mit der App kein bestehendes oder noch fehlendes, aber notwendiges Beratungsangebot ersetzt werden. Weder die persönliche Verfahrensberatung noch die soziale Betreuung ist damit ersetzbar. Aber es wäre eine erste Orientierung für die vielen Menschen, die mit einer neuen Umgebung zurechtkommen müssen, und auch für die vielen Helfer vor Ort, die etwas entlastet würden, die immer gleichen Fragen beantworten zu müssen. Mit diesem Antrag nehmen wir Sie, liebe Landesregierung, beim Wort. In Ihrer Open-NRW-Strategie und auch in Ihrem Koalitionsvertrag kündigen Sie an, Wettbewerbe für Apps auszuschreiben. Apps sind nützliche Helfer, und wir finden, gerade Neuankömmlinge in den Städten und Gemeinden könnten sehr von einer in App gebündelten Information profitieren. Und wenn dann auch noch die Flüchtlingsunterbringung im ganzen Land mit einem Internetzugang als Standard ausgerüstet wären, dann wäre vielen Menschen mit einer kleinen Geste sehr geholfen. Unser Antrag an Sie, verehrte Landesregierung, ist daher: Starten Sie einen Wettbewerb, lassen Sie die Ideen in Nordrhein-Westfalen sprudeln, schaffen Sie mit dem Ergebnis einen echten Mehrwert und eine wichtige Hilfe für viele Menschen hier im Land. Wir freuen uns auf Ihre Zustimmung. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Kollege, noch 32 Sekunden haben, Herr Kollege. Ja, ich versuche es auch ganz kurz zu machen, weil ich finde es immer wieder faszinierend, welche Gründe alle angeführt werden, um Anträge von Piraten abzulehnen. Ich hoffe, jemand macht sich mal die Arbeit, das hier auszuführen und zu analysieren. Die FDP wünscht sich sicherlich 396 Ausschreibungen für jede Kommune. Das stärkt den Mittelstand, das ist wunderbar. Die App für Flüchtlinge ist zu kleinteilig für das Projekt Open NRW. Also weiß man nicht, wie man es recht machen kann. Lassen Sie die Fragen durch den Wettbewerb beantworten, den wir initiieren wollen, den Sie initiieren sollen. Um nichts mehr geht es. Der Wettbewerb soll gestartet werden und wir wollen hier nichts vorgeben. Und deswegen verzichten wir auf eine Anhörung im Fachausschuss, weil das bringt uns nicht weiter. Wir machen nicht die App, sondern die Entwickler in Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.